Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Bitte nicht schrecken. Das ist dieses Brow Tattoo von Maybelline. Ich färbe mir nämlich wieder die Augenbrauen ein bisschen. Und es sieht immer so krass aus, wenn es so dunkel ist. Das zieht man dann einfach ab, wenn es getrocknet ist. Aber ich muss jetzt aus dem Haus, sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Also, entweder fahre ich so los und ziehe ein paar Blicke auf mich und meine schönen Augenbrauen. Oh, da ist jetzt die Brille auf. Das wäre die Idee. Ich muss nur gucken, im Auto ist die Brille, ob die denn da drüber geht. Das wäre voll cool, weil dann kann ich es nämlich noch länger drauf lassen. Sollte noch eine Stunde drauf bleiben, ungefähr. Dann könnte ich es abmachen. Nein, eigentlich 1,5 Stunden. Aber ist egal, ich muss ja den Lara vom Kindergarten abholen. Ich will ja nicht, dass sich dort die Mütter schrecken oder dass ich denke, dass ich eine eingebildete Kuh bin, weil ich da mit der Brille herumlaufe. Ja. Die Luisa habe ich heute ganz hübsch angezogen. Einfach so. Zufall. Weil ich so Lust hatte. Sie hat heute ihre Bluse an. Die hat mal da Michelle gehört. Die ist vom H&M. Also die ist schon ein bisschen älter, wie ihr euch denken könnt, wenn die Michelle 8 Jahre alt ist. Und sie hat die Leggings von Primark an. Gell, mein Schatz? Fahren wir los? Ja. So, wir fahren los. Ich muss nämlich kurz was zum Essen kaufen. Was Kleines, ne? Weil die Michelle bekommt heute Besuch von einem Freund zum Spielen und er kommt gleich mit nach Hause und ich habe irgendwie nichts, was, ja, so, ich mag das gerne, wenn irgendwie Freunde zu Besuch kommen, dass das was Schönes, also was so Kindermäßiges zum Essen gibt, wie Gesundheit, Pizza, Chicken Nuggets, Gesundheit, also irgendwas, was Leichtes, wo die Kinder jetzt nicht lange herumtun, ist das, ich meine, weil die Michelle ist ja auch eine sehr heikle Esserin, ja, die mag nichts anderes. Deswegen fahre ich jetzt schnell los, hol was zum Essen, was Kleines, mal schauen, was ich finde, was ich mich entscheide. Und dann hole ich hier schon die Mädels. Und was ich mit den Augenbrauen mache, zeige ich euch dann jetzt im Auto. Und ich habe heute meine schwarzen Schuhe aus der Heidi Klum Kollektion an mit den Fransen. Pediküre muss ich noch machen, sehe ich gerade nicht mehr so schön, deswegen gehen wir nicht zu nah ran. Und ich trage die schwarze Shorts auch aus der Heidi Klum Kollektion. Und ich trage auch meine Zellulite. Ey, aber ich liebe Schokolade, also deswegen trage ich gerne meine Zellulite. So, ich habe jetzt abgesperrt und die Luisa hat ihre Ente von der SJ mit. Das ist ihr liebstes Spielzeug. Das ist so total abzerknuddelt und abgeschloddert. Gell, Luisa? Ja, ich bin jetzt egal. So, jetzt müssen wir zum Auto runter. Einige haben ja gefragt, welches Auto wir haben. Wir haben ein Opel Zafira. Wir haben einen 7-Sitzer. Aber wenn alle Sitze aufgeklappt sind, dann könnt ihr euch vorstellen, dass man dann keine Koffer mehr mitnehmen kann. Dann ist halt ciao. Aber für uns reicht ja. So. Wir brauchen ja nur 6 Sitze, gell? Also Luisa rein. Boah. So, und jetzt kommt der Live-Test mit der Brille. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob das denn so klappt, wie ich es mir vorstelle. Schaut doch gut aus, erkennt man ja nicht. So ein bisschen, wenn ich so machen würde, aber mache ich halt nicht. Sollen die Leute denken, ich bin arrogant, aber ich möchte, dass das richtig lange eintrocknet. Ich habe mir das nämlich erst vor einer Stunde und drauf getan. Und wenn ich es jetzt zu früh abmache, dann ist nicht dieses lange Ergebnis. Weil man kann es nämlich bis zu 2 Stunden drauf lassen. Und dann hält es ja anscheinend 3 bis 4 Tage. Sogar eine Woche eigentlich. Also ich kann sagen, dass man ja circa eine Woche ein Ergebnis sieht. Und ich muss mir jetzt noch meinen Popsocket drauf geben, weil das ist mir jetzt in der Hosentasche runtergegangen. Eine Zuschauerin hat mich gefragt, ob man die denn kaufen kann. Ich habe damals überlegt, sowas zu produzieren. Es ist aber relativ schwierig, nicht sie zu produzieren, sondern es ist einfach relativ schwierig für mich aktuell, sie jetzt noch, einen Online-Shop zu machen und dann diese Popsockets reinzugeben und bla bla bla, Verkauf, Vertrieb. Es wäre jetzt zu aufwendig für mich, deswegen habe ich das dabei jetzt mal so gelassen. Weil, ja, also ich werde das vielleicht irgendwann mal machen, wenn es vielleicht mehr Leute gibt, die sowas haben wollen oder grundsätzlich irgendwas halt, was ich halt designt habe, erwerben möchten. Aber momentan glaube ich nicht, dass es notwendig ist. Also diesen Popsocket kann man leider nicht kaufen, den habe ich für mich damals nur gemacht und ja, also nur so, damit ich es mal ausgesprochen habe, weil viele, glaube ich, das ja
wissen wollten. Oder einige zumindest. Ja, und ich werde jetzt losfahren, weil sonst komme ich zu spät. Also bis nachher dann. Ja, hab das gesucht. Bis tschüss. So, ich habe jetzt die Brille nicht runtergenommen. Seitdem ich kurz einkaufen war, dann habe ich die Lara vom Kindergarten geholt und die Michelle und ihren Freund mitgenommen nach Hause. Und ich habe die Brille noch nicht abgemacht, damit sich das Kind nicht bei mir erschreckt. Ich meine, das Kind kennt mich schon. Wird es nicht gemacht, wundert euch nicht. So, warte, Leute. Wie wir das jetzt endlich abmachen. Und ich wollte nicht, dass sich niemand... Also ich wollte, dass das niemand sieht. Das wäre voll creepy aus. So, ich mache das jetzt ab. Ich zeige euch, wie einfach das geht. Hier. Dann klätzelt man das an. Und macht es einfach runter. So. Magst du es zeigen? Schaut mal, die Lara hat was für den Papa gemacht. Weil bei uns ist am Sonntag Vatertag. Für Papi ist das. Das ist mir ja schon geschenkt. Dieses tolle Holzdeko-Ding für die Terrasse. Ja. Und das. Ah, fertig. Super. Und das. So. Und das auch. Eine Karte hat sie auch gemacht. Und das? Wow. Hast du das selber geklebt? Ja, und ein anderer. Zeig mal nochmal das Bild. Hm, das hast du so schön gemacht. Zeig mal. Du musst es verstecken, damit es der Papa nicht sieht. Ich glaube, ich bin zufrieden. So, jetzt kann ich auch wieder meine Brille unten lassen. Das ist sehr schön geworden. Und jetzt habe ich so 2 Stunden und habe circa, jetzt wird es sicher eine Woche bis zu einer Woche dauern. Ja, während der kleine Junge da ist, werde ich natürlich nicht filmen können. Also nicht großartig, weil ich will ja ihn nicht filmen. Fremde Kinder und so, also Fremde, wisst ihr, was ich meine? Also Kinder, die nicht zur Familie gehören, und das mag ich dann nicht so, dass ich die dann filme, weil, ja, also die Mutter weiß zwar, dass ich, die Mutter von dem Jungen, die ist aber mit mir befreundet und die weiß zwar, dass ich YouTube-Videos mache, aber das, oh, die Sophie. Moment. So, meine Lieben, wir sind mit dem Papa, der Papa ist von der Arbeit gekommen, sind unterwegs. Sie möchten nämlich Lebensmittel einkaufen gehen. Hinten ist Michelle und Lara ist eingeschlafen und Lisa. Ja. Ja, wir haben ja heute Besuch gehabt und jetzt habe ich mein Auge. Er rennt ein bisschen, es ist zu weh. Keine Ahnung. Deswegen habe ich da gar nicht gevloggt. Wir haben ein Video fertig geschnitten zu Hause und mit Papa habe ich schon gestern geplant, dass wir Lebensmittel einkaufen gehen, weil er morgen arbeiten muss und das wäre mega stressig, alleine einkaufen zu gehen mit Kindern, mit den Kindern. Deswegen machen wir das jetzt heute. Ja, so einfach Kleinigkeiten für die kommende Woche, muss ich mir sagen. Ja, ich bin sehr, sehr müde. Aber ich habe Bock auf einen Kaffee. Wenn wir zum Lidl gehen. Aber wir haben kein Kleingeld, musst du sagen? Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe gar kein Geld dabei. Und ich bin echt beeindruckt, wie die Augenbrauen ausschauen. Die schauen wirklich richtig geschminkt aus. Aber ja. Er kennt mich eigentlich gar keinen Unterschied. So, wir sind jetzt im Lidl. Ich bin nur sehr müde, deswegen rede ich so. Der Papa sucht hier Kirschen, nämlich er macht hier den Affen hinter mir. Ich habe die Lisa in der Trage, weil sie mit Magias und noch nie liegen bleibt, deswegen habe ich sie gleich in der Trage und die Lara sitzt im Wagen. Du bist jetzt nicht so da. Du bist so gebraucht, du darin. So haben wir jetzt unser So haben wir jetzt unser Thumbnail gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Behind the scenes. Anna. Dein Ernst jetzt? Der Papa sollte in der Werbung arbeiten. Model. So, meine Lieben, wir haben jetzt alles hier aufgebaut. Wie ihr seht, ich mit dem Papa zusammen. Ich zeige euch nämlich ganz schnell, was wir gekauft haben, weil es gibt keinen richtigen Food Haul, weil ich einfach ein bisschen müde bin. Also, im Schnelldurchlauf.
Wir haben Eistee gekauft. Dann haben wir hier ein 6er-Pack Pepsi. Das habe ich mir gewünscht. Dann haben wir hier zweimal Sandwichbrot. Das ist so lecker. Deswegen haben wir gleich zwei genommen. Also, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also, ich kann euch wirklich empfehlen. Probiert es mal beim Lidl. Das schmeckt super lecker. Dann haben wir noch hier Seife zum Nachfüllen gekauft. Wir haben nämlich so vom Ikea so eine Glasflasche, das zeige ich euch mal, wenn ihr möchtet. Dann haben wir das nachgekauft. Das schmeckt so, so lecker. Boah, wir haben das gestern gegrillt auf dem Elektrogriller. Das schmeckt super lecker. Der Patrick hat gesagt, kauf mehr davon. Wir haben jetzt gleich noch, also ich habe drei Pakete genommen. Dann habe ich hier drei Pakete Nougatknödel. Wir sind halt echt viele und da reichen zwei oder eine halt überhaupt nicht. Papa hat sich Maisgrieß gekauft, Bio-Maisgrieß sogar. Dann Schokolade, Schokotrio von Milka. Das hat der Papa mitgenommen. Dann habe ich hier ganz hinten einmal Rindgulasch. Ich möchte nämlich wieder Gulasch machen, weil ich habe schwäbische Spätzle gekauft. Zwei Pakete, also ein Kilo. Machen wir hier einfach weiter, weil sonst ist das verwirrend. Also bei mir gibt es dann so Gulasch mit Spätzle, deswegen habe ich das zusammen gezeigt. Dann haben wir hier Orangensaft, kennt ihr bestimmt, schaut aus wie so Capri-Sonne, halt von Lidl. Und dann Fußballeis, das heißt nur Wassereis, keine Ahnung, mit verschiedenen Farben. Wahrscheinlich schmeckt eh alles gleich, keine Ahnung. Dann, das schmeckt so lecker, das habe ich letztens entdeckt, das ist so ein Fake-Snickers-Eis. Ah, das schmeckt so gut, das schmeckt wirklich so gut. Deswegen haben wir gleich zwei Pakete genommen. Einmal Radieschen, dann haben wir einen Kaffee. Wir haben ja so eine Vollautomatmaschine, deswegen nehmen wir immer ganze Bohnen. Dann hat der Papa hier zweimal Schweineschopfsteak. Genau, zweimal. Was habe ich darunter? Bio-Rohwurst, also so Salami. Dann Kirschen, ein Kilo. Zwei Gurken, ein Kilo Tomaten. Dann haben wir hier Erdbeeren. Schokorosinen, der Papa liebt Schokorosinen. Und deswegen hat er zwei Pakete für Patrick auch mitgenommen. Eine Ananasstücke, das ist der Papa sehr gerne, das nimmt er sich dann immer mit in die Arbeit. Dann wollte die Lara diese Weintrauben mitnehmen. Sie hat gesagt, sie möchte die im Kindergarten essen. Deswegen, okay, habe ich die eingepackt. Dann habe ich hier einmal Hafer-Bio-Milch. Die nehme ich für mich, weil ich liebe Porridge mit Hafermilch. Das ist so lecker. Ich liebe Hafermilch. Einfach, ich mag nämlich Porridge nicht mit Vollmilch. Wenn ich keine Ersatzmilch habe, dann nehme ich immer nur Wasser. So, als Nebeninformation. Hier Milch. Wir nehmen immer die halbfette Milch. Keine Ahnung, warum hat sich bei uns irgendwie so eingebürgert. Dann habe ich hier diese Gemüseleibchen. Die kaufe ich jedes Mal nach, weil ich die einfach so sehr liebe. Das ist einfach so ein, ja, so Gemüse und ja, wie ein Gemüseschnitzel halt. Dann habe ich Speisetopfen mitgenommen. Drei Pakete, weil ich möchte einen Cheesecake machen. Einen Oreo-Cheesecake. Mini-Mozzarella, drei Pakete. Dann habe ich das hier gesehen. Mein Gott, das hat mir einfach... Das hat mir einfach so, oh, verliebt, wie sagt man, ja, ich bin einfach ein Verpackungsopfer. Das ist rosa, das ist blau, ich liebe sowas einfach. Und das ist ein Glasreiniger, das steht ja super schön drauf. Ich mag so dieses Design, weniger ist mehr bei mir, das zieht total, also ich war wirklich schockverliebt. Das erinnert mich so ein bisschen an das ist, diesen Method-Reiniger, den ich auch habe, weil das ist ein Allzweckreiniger, das steht halt für Sauberkeit und Glanz für alle glatten Oberflächen. Genauso wie das und das, bei dem steht auch Fenster. Ja, ich kann euch das mal zeigen. Nämlich, das ist mein Lieblings-Allzweckreiniger von Method. Der ist ein bisschen teuer und der ist aber wirklich auch sehr, sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass der ähnlich gut ist. Weil, ja, auch so Allzweckreiniger. Egal, auf jeden Fall Zucker. Dann habe ich diesen Weizengrieß gekauft. Ich mag den so gerne. Ich kaufe den immer vom Lidl, schon längere Zeit. Ah, da habe ich noch eine Mozzarella. Habe ich also vier Mozzarellas, Frischkäse für meinen Cheesecake, für meinen Oreo-Cheesecake. Da habe ich diese Fake-Oreos von Lidl. Hier habe ich noch eine Milch. Wir nehmen immer vier Pakete. Dann hat der Papa hier Semmelbrösel oder auch Paniermehl, wie es auf Deutsch heißt. Bei uns in Österreich nennen wir es halt Semmelbrösel. Dann habe ich diesen Poncho für die Lara mitgenommen. Seinen Strandponcho, weil der war auch vergünstigt. Ich glaube, der hat nur 3 Euro gekostet oder so. One size. Ich hoffe, er passt dir. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr praktisch im Italienurlaub. Dann einfach nur drüber werfen übers Kind und es passt schon. Eine Wassermelone. Kinderpingui hat sich die Michelle mitgenommen. Haribo für den Patrick, also Goldbeeren. Die Frösche für die Lara. Die Michelle hat sich diese Eigenmarke von Lidl genommen. Diese Pfirsichringe. Das habe ich euch schon gezeigt.
Süßkartoffeln haben wir genommen, zwei Stück. Wir lieben Püree gemischt. Süßkartoffeln mit normalen Kartoffeln. Müsst ihr mal probieren, super lecker. Dann Frühlingszwiebeln, den Lieblingspudding von Patrick. Von Landliebe Grießpudding mit Zimt. Nehme ich auch ab und zu mal nur den normalen. Teebutter zweimal zum Backen. Dann habe ich diese Kräuterlinge entdeckt. Die habe ich bisher noch nie gesehen. Und zwar Kräuterlinge zum Streuen. Frühlingskräuter, die sind für Salate, Gemüse und Aufläufe. Und dann habe ich diese mitgenommen. Italienische Kräuter für Mozzarella-Salat wahrscheinlich. Und Pasta und Pizza. Ja, ich habe mir nämlich auch Tomaten gekauft. Ihr habt auch gesehen, ich habe Mozzarella, weil ich wollte so einen Mozzarella-Salat essen. Ja, wollte das gern mit dem halt quasi bestreuen. Dann habe ich noch Wurst, extra Wurst. Dann haben wir Bacon. Das essen wir total gerne mit so Eierspeis. Nougatknödel habe ich schon gezeigt. Maismehl, hey, das war's eigentlich. Das war unser Einkauf. Und ich glaube, sonst haben wir eh nichts mehr. Ja, 150 Euro. Oder? Ja. Und jetzt werde ich die ganzen Sachen schön brav in meinen Kühlschrank räumen. Ja. Weil es ist mega, mega, mega heiß. Und die Luisa ist noch brav. Die ist nämlich gerade mein Patrick, also mit dem Patrick, im Schlafzimmer. Und deswegen werde ich das ganz schnell machen. Ich chille auf der Sonneninsel. Oder heißt das so? In der Sonneninsel? Oder in dieser Muschel da, Strandmuschel. Voll chillig. Die Luisa ist hier. Ja, ihr wisst schon. Und es ist so angenehm. Schaut euch mal meine Aussicht an. Das ist nicht schön, aber das ist ein Träumchen, oder? Das ist so schön. Voll viele fragen mich immer nach meinen Tattoos und was sie bedeuten und ob ich mal ein Video dazu machen soll. Jetzt ist die Frage, ob ich das vielleicht in einem Vlog mal schnell zeigen soll. Und oder ob ich ein eigenes Video dazu drehen soll mit Bedeutung. Wäre, glaube ich, ganz interessant, weil einige haben halt eine Bedeutung für mich. Ihr schreibt das unten in die Kommentare. Es würde mich voll interessieren, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ob ich es in einen Vlog mal so quasi einbauen kann, ich auch machen. Also mir ist es egal. Schreibt mir, also falls du das wissen möchtest, was für Tattoos ich hatte und ob ich mal Piercings hatte, das haben mich voll viele gefragt. Eigentlich, weil ich habe hier noch ein paar Löcher. Mittlerweile sind da ein bisschen mehr Verkuschel-Leute. Luisa mag jetzt noch nicht mehr gerade, aber da ist die Lara und sie hat ein Brettspiel mitgebracht und Schokobons und die Michelle ist auch, die holt noch was aus dem Haus gerade. Jo. Ist das so schön? Trinken Holz aus dem Haus. Genau. Hey, Sadi. Der Papa musste die Lara nicht. Das ist kuschelig. Da. Da, Mama. Ja. Sehr angenehm. Ja. Mach der Lara. Luisa. Ich will auch, was ist so angenehm? Auf meinen Armen, Papa. Auf den Armen, Papa. Moment. Na komm jetzt. Schau mal, wie braun die Lara ist im Vergleich zu dir. Da waren die Zigeuner. Der Papa ist Kas. Ja, Papa ist Käsegesicht. Oder ist Laura. Geblecht. Ja, die Lache. Luisa so dreht die Kamera die ganze Zeit. Ist das? Das ist voll kuschelig, dieses Ding. Gut, dass wir das haben. Morgen hoffentlich. Ist morgen schön, Papa? Heute meine Bananen, Papa. Heute meine Bananen. Keine Ahnung, muss man. Oh, danke, Michelle. Michelle hat mir das Spielzeug für die Luisa. Pass auf, dass wir das Spielbrett jetzt nicht umhauen. Ja, passt auf. So, meine Lieben, jetzt sind wir schon im Haus. Ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Ich wollte noch einen Käsekuchen machen. Habe ich das da gesagt oder auf Insta-Story? Das weiß ich gar nicht mehr. Insta-Story habe ich es, glaube ich, gesagt. Aber ich weiß nicht mehr, wie es auch hier gesagt. Ich wollte nämlich unbedingt einen Käsekuchen machen. Habe nämlich Oreos gekauft. Doch, das habe ich ihm gesagt. Aber das mache ich nicht mehr heute. Ich war sehr optimistisch, aber ich mache ihn morgen. Käsekuchen, Oreo-Käsekuchen schmeckt so lecker. Ich werde auf jeden Fall jetzt mich vom Vlog verabschieden. Lassen wir das noch offen mit dem Käsekuchen. Wenn nicht, kann ich ihn euch ja auf Instagram zeigen. Und wer mir folgt, der weiß eh Bescheid, Insta-Story und so. Wer mir noch nicht folgt, ich heiße dort Mistiana Diamanta. Dort poste ich wirklich
täglich. Da wisst ihr Bescheid, was wir gerade machen, wo wir gerade sind. Stalking Deluxe. Nein, Scherz, auf jeden Fall, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden und mich fürs Zuschauen bedanken. Luisa, brauchst du mein Handy? Ja. Und so eine Gänse. Oder irgendein Viech. Gut, vielen Dank. Bis Zuschauen.